Ciao ragazzi e ben ritornati qui su Luparo TV. Oggi iniziamo un nuovo progetto, Le Cronache di Myrtana, Arcolos. Ebbene sì, da qualche mese è stata rilasciata questa mod di Gothic 2. Inizialmente credo solamente in polacco e in inglese, mentre qualche settimana dopo è stata rilasciata anche la traduzione in tedesco. Attualmente la community sta lavorando anche ad una traduzione in italiano, a cui voglio ringraziare in anticipo per l'impegno e il duro lavoro nel tradurre questa splendida mod. So che ce la state mettendo davvero tutta per pubblicarla al più presto e chissà, magari durante il Let's Play può darsi che sarà già uscita e potremo poi godercela in tutto il suo splendore. Ma nel frattempo abbiamo qui la versione tedesca completamente tradotta, in cui cercherò, come già fatto in passato, di tradurre in tempo reale tutti gli avvenimenti durante l'avventura. Se volete avere ulteriori informazioni sul mondo e sulla lore dell'universo di Gothic, allora troverete tutti i link nella descrizione del video qua sotto. Detto questo, ragazzi, direi che è arrivato il momento di iniziare una nuova partita nel mondo di Arcolos. Das Königreich Myrtana, wieder vereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft konnte Ruba alle Feinde seines Reiches besiegen. Alle bis auf einen. Der Krieg gegen die Orks forderte seinen Tribut. Und der Feind handelte schnell und unbarmherzig. Der Krieg dauerte Monat für Monat an. Und die Wirtschaft des Königreichs stürzte in eine unausweichliche Krise. Die Lösung für dieses Problem bestand darin, die Zahl der Schürfer auf der Insel Korenis zu erhöhen. Kriminelle wurden zur Arbeit in der Strafkolonie verurteilt, die auch als Minental bekannt ist. In der Zwischenzeit schickte der König die ganze Macht seiner Flotte aus, um die Eroberung strategisch wichtiger Inseln des östlichen Archipels durch den Feind zu verhindern, um den Stillstand an der Front zu durchbrechen. Aber die Admirale schätzten die Situation falsch ein. Die Orks erwiesen sich als äußerst geschickte Krieger, sowohl zu Land als auch zu Wasser. Die Flotte von Myrtana fiel in nur wenigen Stunden auf den Meeresgrund. Und die nahegelegene Insel Acholos, die Hauptstadt des Archipels, sollte den Preis dafür zahlen. Entschlossen, die Kontrolle über die Region zu behalten, ordnete der König an, jedes Schiff zu beschlagnahmen, auch die Schiffe der Araxos-Gilde, und sie zu benutzen, um Soldaten in den Krieg zu bringen. Jeder fähige Bürger, egal wie reich oder arm, sollte bald in die Armee des Königs eingezogen werden. Der Erlass schürte jedoch nur das Feuer, das bereits in den Herzen der Menschen brannte. Die inneren Konflikte, die sich aus der großen Vielfalt der Bewohner ergaben, brachten Acholos zum Kochen, und mit jeder neuen Flüchtlingswelle, die an die Küste kam, drohte der Topf überzulaufen. Auf der abgelegenen Insel Londram bereiten sich zwei Brüder darauf vor, nach Acholos aufzubrechen. In der Hoffnung, den Klauen des Krieges zu entkommen. Sieht aus, als wären wir bald da. Woher weißt du das? Ich habe gehört, wie der Kapitän seinen Männern Befehle gab. Sie sind dabei, den Anker zu werfen. Das bedeutet, dass wir bald herausfinden werden, was für eine gute Idee es war, den ganzen Weg nach Acholos zu fahren. Sprich mit den anderen. Beschäftige deinen Kopf und ich halte in der Zwischenzeit Ausschau. Vielleicht kann ich noch etwas herausfinden.
Eccoci. Penso che sia i salvataggi che i caricamenti saranno un pochino prolungati, vista la vastità del mondo di gioco, ma sicuramente farò qualche taglio qua e là, quindi nulla di cui voi dovreste preoccuparvi. Il nostro primo ratto. Rattenfleisch? Ma alla fine comunque sono veramente contento che ci sia almeno la traduzione in tedesco per me, anche se sto aspettando, come voi, quella in italiano, ma vabbè. Vediamo. Bene, dunque, siamo all'interno di questa nave e direi di dare un'occhiata innanzitutto al nostro diario prima di andare a parlare con le persone in giro. Missione attuale, Unterdeck. Sotto coperta. Allora, vediamo. Iniziare il diario non è stata una cattiva idea. Almeno qualcosa per tenermi la testa occupata. Jorn dice che arriveremo presto a Darkolos. Spero che il suo piano di trovare nostro zio funzioni. Siamo ancora abbastanza lontani dalla costa. Forse questo è un buon momento per incontrare alcune persone. E direi che è quello che faremo, innanzitutto. Tivo. Hey! Ciao! Hallo, ich heiße Marvin. Wie hast du? Oh, scheiße. Wo habe ich ihn nur hingetan? Ist alles in Ordnung mit dir? Ja, ich. Nein, nicht ganz. Ich bin Timo und ich hoffe, wir sind bald da. Come sei arrivato qui? Wie bist du hierher gekommen? Ich nehme an, wie die meisten Reisenden auf diesem Schiff. Ich habe einen Deal mit dem Kapitän gemacht. Entschuldige, aber ich bin beschäftigt. Okay, molto occupato. Sembra che il capitano gli abbia fatto un favore e lo abbia fatto venire qui. Un altro ratto. Anche il fatto qui che i menu sono molto più pratici rispetto a Gothic 2 e Gothic 1. Lo trovo molto più buono. Allora, qui abbiamo una truhe, uno scrigno. Von Schlössern knacken verstehe ich nichts. Non abbiamo l'abilità. Ma a proposito, diamo un'occhiata intanto agli attributi del nostro personaggio. Vediamo. Abbiamo anche dei nuovi talenti, come possiamo vedere. Scrivere pergamene, estrazioni, costruttori di archi, forgiare armi. Molto interessante. Non so nemmeno in che direzione voglio andare col personaggio, forse un arciere, ma è ancora un po' presto per deciderlo. Parliamo intanto con Flora. Ciao, come stai? Hallo, wie geht es dir? Schlecht. Ich bin zum ersten Mal auf einem Schiff und kann es nicht mehr aushalten. Es schaukelt und schaukelt. Mir ist schlecht. Was ist, wenn wir auf die Felsen auflaufen und sinken? Ich kann nicht schwimmen. Wie soll ich dann zurechtkommen? Diciamo, è molto preoccupata perché non sa nuotare e si sente un po' al mal di mare. Beh, vedrai che andrà tutto bene. Es wird schon gut gehen. Ich kann es jetzt sehen. Dieses Schiff wird sicher untergehen und ich werde im Bauch eines Seeungeheuers oder einer noch schlimmeren Bestie landen. Du hast mich wunderbar aufgemuntert. Definitiv. Dunque, Flora è la figlia di Ezekiel. Non l'abbiamo ancora incontrato, no? È spaventata a morte per via del suo primo viaggio in mare. Quando arriveremo sulla costa, probabilmente si calmerà in fretta. Lo speriamo per lei. Continuiamo. Rupert. Da dove vieni? Hey, woher kommst du? Aus Corines. Du fragst dich vielleicht, warum ich die sicherste Region des Königreichs verlassen habe, aber
Das ist eine lange Geschichte. Abbiamo ancora un po' di tempo prima di arrivare sulla costa. Wir haben noch etwas Zeit, bis wir die Küste erreichen. Um genau zu sein, bin ich. Ich laufe nur vor der Pflicht weg. Mein Vater wollte, dass ich zur Armee gehe, weil er meinte, dass ich nur so ein richtiger Mann werden würde. Er wollte, dass sie mich rekrutieren, weil ich stark bin, aber wie es aussieht, bin ich auch nicht dumm. Ich wusste, dass etwas Schlimmes kommen würde, und jetzt ist es da. Die Armee auf dem Kontinent ist auf dem Rückzug, und der Stolz der königlichen Flotte liegt auf dem Grund des Meeres. Wer weiß, ob ich jetzt mit dir reden würde, wenn sie mir gesagt hätten, ich soll an die Front gehen. Das ganze Gerede macht mich hungrig. Ich nehme an, du hast kein Fleisch dabei, oder? O della carne di ratto, se ti va. Ich habe ein paar Stücke Rattenfleisch bei mir. Und ich soll es essen? Das ist ja eklig. Verdammt! Ich habe schon so lange kein Fleisch mehr gegessen. Nur dieses abgestandene Brot. Ich habe eine Idee. Du hast ja ein einfaches Rezept. Versuch doch mal, all diese Zutaten auf dem Herd zu kombinieren. Vielleicht kommt ja etwas Essbares dabei heraus. Ah, una ricetta accettato. Ma comunque, ragazzi, è proprio lui, Rupert? Quello che era apprendista da Matteo? Spiedino di ratto. Verstehe. Qui ci dice tutti gli ingredienti che dobbiamo trovare. Rupert è un ragazzo che non ha detto una parola per tutto il viaggio. Dice di fuggire dall'essere arruolato nell'esercito. Si considera un uomo per bene. Se fosse stato reclutato, sarebbe probabilmente già morto al fronte. Rupert mi ha chiesto di prendere della carne, ma i pirati stanno nascondendo tutti i beni di valore fuori dalla nostra portata. Immagino di non avere altra scelta che cercare qualcosa sotto coperta, diciamo. Sì. Rupert mi ha dato una ricetta per uno spiedino di ratto. Suona orribile. Forse quegli ingredienti sulla lista gli daranno un sapore migliore. Dovrei raccogliere tutto prima di cuocere il cibo sul fornello. Bene, allora diamo un'occhiata, vediamo se troviamo le cose qua in giro. Ah, qui possiamo interagire con i barili. Ah, però cosa abbiamo qui? Del pesce, del pepe. Non so se l'ho preso. No. Tra l'altro queste nuove animazioni sono davvero belle, ragazzi. Qui dell'altro pesce, del sale. Anche questo. Ah, delle monete d'oro, torce, un coltello e un pezzo di legno. Abbiamo trovato anche la nostra prima arma adesso, vediamo qui. Un coltello. Viene usato per creare gli archi. Equipaggiamolo. Ecco qui c'è il fornello. Vediamo, prepara il pranzo. Spiedino di ratto. Ah, mi manca ancora. Dobbiamo cucinare prima la carne. Fleischbrate. Facciamo tutto. Adesso penso di avere tutto
Esatto, tutto l'occorrente. Ok. Abbiamo craftato uno spiedino di ratto. Con tanto di ingredienti. Vediamo se lo accetta come ricetta. Ehi, hey, Rupert. Ho qui il tuo spiedino. Ich habe deine Schaschlecks. Ich möchte lieber gar nicht darüber nachdenken, woraus sie bestehen. Mal sehen, wie sie schmecken. Sie schmecken fast wie Scavenger. Die Betonung liegt auf fast. Wie auch immer, es war schön, sich etwas Warmes in den Bauch zu werfen. Ich habe nichts Wertvolles als Belohnung. Ich kann dir nur eines meiner Originalrezepte geben. Wenn wir auf Acholus ankommen, hast du hoffentlich die Gelegenheit, es auszuprobieren. Ci ha dato qui adesso una nuova ricetta. Pilzschnitzel. Una ricetta che viene usata, diciamo, dal dai più poveri, per tutti coloro che non possono permettersi, diciamo, un pezzo di carne. Verstehe. Poi tra l'altro lo trovo così affascinante che hanno implementato tutti questi sincronizzatori. Ad esempio Rupert era la voce dell'eroe di Risen. Com'è andato il viaggio? Wie war die Reise? Ich hoffe wir kommen bald an Land. Noch so ein Schütteln und ich gebe das ganze Essen zurück. Questo ad esempio ha la voce di uno dei personaggi di Gothic 3. Diciamo che c'è molta scelta e questo mi rende davvero felice. Anche Tom era una voce riconoscibile per quelli che hanno giocato appunto Gothic. Sia l'1 che il 2, e adesso anche il 3 sto notando, quindi è molto affascinante. Tu non vieni da queste zone, vero? Tu kommst nicht aus der Gegend, oder? Ich komme von den südlichen Inseln. Das ist ein weiter Weg von hier. Was suchst du auf Acholos? Was ich mache, ist meine Privatsache. Ich habe nicht die Angewohnheit, Fremden mein Herz auszuschütten und will, dass es so bleibt. Okay. Non vuole dirci per cui, per quale motivo appunto è qui. Questo ratto. Fabio! Non mi sembri stanco del viaggio. Du siehst nicht müde von der Reise aus. Willst du Prügel? Oddio. Se vogliamo fare a botte. Vabbè, tranquillo, ho solo chiesto, me ne vado. Entspann dich. Ich habe ja nur gefragt. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Genauso. Ich leide unter Biermangel. Deshalb bin ich schlecht gelaunt und brauche keinen Rotz wie dich im Kopf. Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Die Idioten da oben haben mir während der ganzen Kreuzfahrt nicht einen Schluck Schnaps gegeben. Mir auch nicht. Wenn ich mir so ein Weichei wie dich ansehe, kann ich es ihnen nicht verdenken. Molto simpatico il tizio. Ma l'animazione di come è appoggiato al muro, quella, guardate, è veramente molto bella. Wirklich? Das ist ja interessant. Cosa sto facendo? Guardate, sta creando delle frecce con un coltello. Molto figo, qua c'è un altro arco. Hey tu! Sono Marvin, e tu chi sei? Ich bin Marvin. Und wer bist du? Und ich bin dein Beschützer. Geh mir aus den Augen, ich bin beschäftigt. Anche lui molto simpatico. Ho trovato un tizio che vuole fare a botte di nome Fabio e sembra molto stressato. Forse è meglio che lo lasciamo in pace, esatto, l'ho pensato anch'io.
Non credo che ancora saremo in grado, anche se non si può mai sapere, ma comunque, lasciamoli in pace per adesso. Daryl, come ti senti? Wie ist die Stimmung? Ziemlich gut. Soweit ich weiß, werden wir die Insel bald erreichen und dann sind wir in Sicherheit. Übrigens, ich bin Daryl. Und ich bin Marvin. Ok, convinto che stiamo per arrivare. Ovunque siamo... Vabbè, si sa che stiamo andando ad Arcalos. Come ce la fai a rimanere così tranquillo? Wie schaffst du es, so ruhig zu sein? Nun, wenn das Schicksal uns töten wollte, hätte es schon vor langer Zeit die Gelegenheit gehabt, dies zu tun. Anscheinend ist es uns aber immer noch wohlgesonnen. Mio fratello pensa la stessa cosa. Mein Bruder sagt dasselbe. Kluger Kerl. Ihr habt Glück, dass ihr zusammenhaltet, so wie ich mit Melvin. Ich wüsste nicht, was ich ohne sie getan hätte. Wahrscheinlich eine große Dummheit. Übrigens, ich habe gesehen, wie du an Bord kamst. Sieht aus, als wären wir Landsmänner. Kommst du auch aus Londran? Oh ja. Ich nehme an, du bist aus demselben Grund, wie wir aufgebrochen. Quindi... Si era capito anche già dall'introduzione. Comunque veniamo dall'isola di Londra, noi con nostro fratello, che dovrebbe essere Jorn, appunto. Sembra che anche questo tizio venga da lì. Bene, cosa facciamo qui? Vabbè, stiamo andando molto lontani dalla guerra. Ci stiamo, appunto, dirigendo ad Arcalos per questo motivo. So weit weg vom Krieg wie möglich. Das Risiko ist zu groß. Außerdem wollte ich nicht in die Armee gehen. Ich träume von einem Zuhause, einem guten Job und einer Familie. Ich lasse meine Kollegen im Krieg kämpfen und ich. Ich habe schon etwas, wofür ich im Leben kämpfen kann. Quindi lui non voleva arruolarsi appunto alle armate del re, quindi ad altri progetti, e quindi stava fuggendo appunto con questa nave. Cosa pensi? Quale destino è riservato a Londra? Was glaubst du, was das Schicksal von Londram ist? Junge, hast du den Verstand verloren? Der König schert sich einen Dreck um uns. Ich habe einen Freund in der Armee, der Beziehungen hat und weiß, was Sache ist. Seit der Schlacht im östlichen Archipel sind keine neuen Streitkräfte mehr eingetroffen. Londram wird ein paar Tage durchhalten. Vielleicht eine Woche. Im besten Fall. Glaube mir, mein Freund. Es gibt nichts, wohin du zurückkehren kannst. Ho capito, quindi il re se ne sta fregando di Londram e abbiamo fatto bene, in poche parole, a fuggire, perché non ci sono buone aspettative. Mentre questa qui, Maven, sembra di essere la compagna o la moglie di Daryl. Com'era il tuo viaggio? Hey, wie war deine Reise? Es ist furchtbar in unter diesem Deck. Ich hoffe, wir schaffen es problemlos nach Acholos. Ok, spero di arrivare al più presto. Okay, parliamo qua con Vraska. Ciao, chi sei? Hallo, wer bist du? Die Leute haben mich im Laufe der Jahre mit verschiedenen Namen angesprochen. Am liebsten mochte ich jedoch den Namen Vraska. Er klingt exotisch. Wahrscheinlich, weil ich aus einem exotischen Land komme. Ah, sembra che sia una prostituta, perché ha sentito già molti nomi, che cioè l'hanno chiamata già in diversi modi, ma il nome Vraska le piace di più. Quindi, da dove vieni? Woher kommst du? Aus dem fernen Land Marvin, von dem du wahrscheinlich sowieso noch nie gehört hast. Warte, woher kennst du meinen Namen? Ich bin normalerweise ein guter Zuhörer und hier, unter Deck, ist es ziemlich eng. Du scheinst ein netter Junge zu sein. Ich habe einen Vorschlag für dich. Siehst du den Bastard, der die Pfeile hobelt? Das Arschloch hat meine Kiste genommen und sie als seine eigene Beute versteckt. Ich sah, wie er damit in die Fracht ging. Ich dachte, er würde sie in der Truhe verstecken, aber ich hörte nur das laute Knarren der Bretter. Könntest du dich umsehen und schauen, ob es ein Versteck gibt? Ich würde es ja selbst tun, aber er lässt mich keinen Moment aus den Augen. Ho capito, quindi sembra che lei conosca il nostro nome, perché è una tizia che ascolta un po' tutte le pettegolezze della zona, e
il pirata che stava appunto creando le frecce sembra che abbia nascosto un piccolo scrigno qui da qualche parte. Mi sembra detto nel Frachtraum, quindi lì dove abbiamo trovato quello scrigno, quel baule. In caso poi ci andiamo, parliamo con Anna. Hey! Siehst du nicht, dass wir uns unterhalten? Beh, sì, lo vedo. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Lass mich in Ruhe. Ok, scusatemi, volevo solamente fare una chiacchiera con voi. Qui c'è il nostro fratello. Andiamo a parlare però intanto con quegli altri. Ezechiele! Perché stai andando ad Arcolos? Warum segelst du nach Acholos? Und warum geht der Koch in die Küche? Junge, ich bin Kaufmann und Acholos ist ein wahres Paradies für Kaufleute aller Art. Genau genommen ist es das einzige in der ganzen Gegend. Aber wenn du es wissen willst, ich habe vor, dort ein nettes Geschäft zu eröffnen, weit weg von diesen lästigen Orks. Übrigens, vielleicht finde ich dort auch einen guten Mann für meine Tochter. Sie ist mein größter Schatz und ich bin bereit, alles zu tun, um sie glücklich zu machen. Abbiamo trovato quindi il padre di Flora. Sta cercando un marito per sua moglie. Eh sì, per sua moglie, per sua figlia, scusate. E niente, sta cercando di aprire adesso un negozio qui non appena arriviamo sull'isola, perché anche lui è, appunto, sta fuggendo dalla guerra, dagli orchi e così via. Dunque, qui praticamente dice, ma riferito appunto a suo figlio, ma è d'accordo su questa situazione che tu vuoi trovarle un marito? Hat sie ein Mitspracherecht bei dieser Sache? Nein, natürlich nicht. Schließlich ist sie noch jung und dumm. Sie weiß nicht, was das Beste für sie ist. Es würde ihr immer noch passieren, dass sie aus Liebe heiratet und nicht aus Vernunft. Ich spüre in meinen Knochen, dass diese Reise die beste Idee war, die mir seit Jahren eingefallen ist. Quindi suo figlio non sa appunto niente di questa sua appunto decisione, ma vabbè, dice che è un po' ancora ingenuo. Vabbè, comunque, stai bene? Geht es dir gut? Aber natürlich. Aber natürlich. Mi sa che non abbiamo parlato con Urst ancora. Infatti con lui no. Chi sei? Hey, wer bist du? Mein Name ist Urs und es wäre besser, wenn du mich in Ruhe lässt. Sicherlich hast du viel interessantere Dinge zu tun, als dir meine Beschwerden anzuhören. Vediamo, cosa che ti turba. Was stört dich? Sag mir, glaubst du an die Götter? Oh, okay, se crediamo agli dei. Beh, sì, io credo in nos. Te globo? Sì, diciamo che la credenza è stata sempre una cosa importante per me. Der Glaube war mir schon immer wichtig. Das ist sehr vernünftig, aber auch sehr naiv. Du hast Angst vor dem Unbekannten, verständlicherweise. Aber ich muss dich enttäuschen. Die Götter hören dein Flehen nicht und antworten schon gar nicht. Hast du eine Glaubenskrise? Der Glaube ist nichts weiter als eine Lüge, die von Menschen, die Angst vor der Dunkelheit haben, ständig wiederholt wird. Danke, dass du mir zugehört hast. Manchmal ist es schön, seine Sorgen mit jemandem zu teilen. Hier ist eine Kleinigkeit als Geschenk. Wer weiß, vielleicht brauchst du es eines Tages. Ich werde nicht mehr mit Magie spielen. Okay, diciamo che adesso che Urs è un ateista, non crede negli dei, perché dice che è una menzogna e così via. Ok. Ognuno come vuole, giustamente. Ci ha dato Schloss öffnen. Possiamo aprire le serrature. Mana pro secondo. Ok. Allora, questo qui è il tizio Ask che ha nascosto appunto lo scrigno. Sono stati diversi aggiornamenti, vediamo. Dunque, uno dei pirati ha rubato uno scrigno di. Cioè lo scrigno di Vraska. Si trova appunto nella parte inferiore della nave. La donna presuppone che
ha trovato diciamo ha sentito il pavimento, ha sentito dei rumori nel pavimento quando è andata di là, quindi probabilmente lì è lì che il pirata ha il suo nascondiglio segreto. Mi sembra che il mio carisma non sia abbastanza per tutte le persone che sono qui sotto, quindi devo fare in modo di migliorare il mio carisma. E qui appunto parla di Ezechiel per il motivo per cui appunto sta andando ad Arcolos e che vuole far sposare o trovare un compagno per la sua figlia. Che facciamo? Glielo possiamo dire? Glielo possiamo dire? Vabbè. Io credo che a questo punto già lo saprà. Comunque, sai che tuo padre, cosa ha progettato tuo padre per Weißt du, was dein Vater für dich geplant hat? Einen Ehemann für mich finden. Nichts Ungewöhnliches, denn welche Pläne könnte ein Vater schon für seine Tochter haben? te? Vabbè, me lo immaginavo. Ok. Era già al corrente. Controlliamo. Cosa abbiamo qui? Una birra dell'isola. Pelle di ratto. Ok. Uno scrigno di legno che appunto appartiene a Vraska. E delle monete d'oro. Ok, prendiamo tutto. La birra potremmo darla a Fabio. Magari adesso sarà poi più gentile con noi. Ti ho portato una birra. Ich habe dir ein Bier mitgebracht. Ah, genau das, was ich brauche. Besser? Verschwinde oder ich hau dir eine rein. Ich hätte es kommen sehen können. Ok, il solito simpaticone. Diamo lo scrigno a Vraska. Ho trovato il tuo baule. Ich habe deine Kiste gefunden. Das ist ja toll. Vielen Dank, Junge. Im Moment habe ich keine Möglichkeit, dich für deine Hilfe zu bezahlen, aber ich verspreche dir, sobald wir auf Achrolos sind, werde ich dafür sorgen, dass meine Freunde es dir zurückzahlen. Perfetos. Grazie mille. Von nun an werde ich ihr nichts mehr sagen. Sono andato a prendere lo scrigno rubato per Vraska e mi ha detto che potrà aiutarmi una volta che siamo arrivati alla costa di Arcolos. Beh, forse la vita qui non è poi così male, no? Chissà, chissà. Bene, io direi che adesso è arrivato il momento di parlare con Jorn. Diamo un'occhiata alle statistiche, già avevo fatto 350 punti di esperienza, niente male ragazzo, niente Hey du! male. Cosa c'è di nuovo? Gibt es was Neues? Ich kann nichts hören bei diesen tosenden Meer. Hast du jemand Interessantes getroffen? Beh, direi più o meno. Mehr oder weniger? Nun, wie man so schön sagt, je mehr, desto besser. Nur schade, dass du sie unter diesen Umständen getroffen hast. Die Insel muss jetzt in Sichtweite sein. Aber Ruhe, hörst du? Ich glaube, da kommt jemand. Du, Glatzkopf! Ja, ich rede mit dir. Du scheinst jemand zu sein, der etwas in seinem Kopf hat. Schnapp dir den Rest und komm an Deck. Endstation? Nur damit du es weißt. Zufälligerweise hat jede Reise ein Ende. Non so per quale motivo, ma questo tizio vuole che saliamo tutti in superficie. Beh, sembra che la tua gente sia un po' eccitata. Deine Leute scheinen sehr aufgeregt über etwas zu sein. Hey, sieh mal, wie schlau du bist. Ich sehe schon, du bist der Schlaueste von der Bande der Verlierer. Geduld, das wirst du gleich selbst herausfinden.
Die Insel Acholos liegt direkt vor uns, aber bevor wir sie erreichen, haben wir noch etwas Dringendes zu erledigen. Los, rauf mit dir! Chissà di cosa si tratta. Ich bin froh, Landraten, dass ihr nicht zu viel von meiner kostbaren Zeit verschwendet habt und relativ reibungslos an Deck gekommen seid. Da ich ein durch und durch ehrlicher Mann bin, haben meine Crew und ich unseren Teil der Abmachung erfüllt und es bis zum vorgesehenen Standort geschafft. Wartet einen Moment. Es ist ein langer Weg zum Ufer. Näher könnt ihr nicht kommen. Untiefen und rasiermesserscharfe Felsen sind im Anmarsch. Also selbst wenn Belia mich verfluchen würde, würde ich nicht näher heranfahren. Es stimmt, laut der Abmachung solltet ihr ein Beiboot bekommen, das euch sicher ans Ufer bringt. Aber einer von euch hat beschlossen, sich die gemeinsame Bezahlung für diese Bequemlichkeit anzueignen. Timo, warum erzählst du nicht allen, wie es war? War? Was? Ich bin kein Dieb. Ich habe dich gefüttert, dir Getränke gegeben, dich unter meine Fittiche genommen und im Gegenzug werde ich von dir beklaut. Aber als ich auf das Schiff kam, hatte ich es. Jemand hat es mir gestohlen. Bei Innos. Ich schwöre es. Timo. Timo, Timo. Ich wollte mit dir verhandeln wie zwei Männer, die ihre Ehre schätzen. Aber da du mich lieber beleidigst, muss ich die Sache anders lösen. Was? Was machst du da? Ok, adesso cosa facciamo? Cioè, in pratica, Timo aveva il denaro che ci permetteva di avere appunto una barca, una zattera per arrivare alla costa. Che doveva dare appunto a questo pirata, solamente che Timo dice che gli è stato rubato questo denaro e adesso non possiamo pagare il pirata, quindi appunto non lo so adesso cosa vogliono fare. Abbiamo qui adesso la possibilità di non dire niente oppure di intervenire. Tra l'altro Timo potrebbe essere anche un bugiardo, ma come facciamo a saperlo? Quindi non lo so, io direi di intervenire. Das wird nicht nötig sein. Na, sieh mal einer an. Die kleine Ratte ist gerade unter dem Deck hervorgekrochen und zeigt schon ihre Krallen. Du scheinst ein vernünftiges Kind zu sein. Willst du wirklich deinen Kopf für dieses Stück Dreck hinhalten? Ich kann nicht zulassen, dass mich ein Bastard auf meinem eigenen Schiff beleidigt. Wenn du willst, kannst du für ihn sterben. Ob so oder so, das macht für mich keinen Unterschied. Ich habe nicht die Absicht, für jemanden zu sterben. Es überrascht mich nur, dass du deine Energie an einen schäbigen Dieb wie ihn verschwenden willst. Und an deiner Stelle würde es mir leid tun, ein so schönes Schwert stumpf zu machen. Nun, du hast recht. Es ist eine Schande. Außerdem würde ich das Deck mit dem Blut dieses Mistkerls besudeln. Zum Glück können wir dieses Problem leicht lösen. Über Bord mit ihm! Das Meer soll sich um ihn kümmern. Was? Ich? Ich? Man hat mich reingelegt. Ihr Bastarde. Nun, mach das Gleiche mit den anderen. Warte. Wir haben nichts damit zu tun. Timo wollte für euch alle bezahlen. Wenn ihr etwas Wertvolles bei euch habt, gibt es nie und ihr bekommt ein Beiboot. Was dachte ich mir? Meine Herren, gebt euch die Ehre. Viel Spaß beim Schwimmen, ihr Landratten. Certo che l'armatura di questo pirata è veramente fenomenale. E adesso, cioè, ci vogliono buttare a mare praticamente perché non si trova questo denaro, porca miseria. Cioè, ci vogliono lasciare in pasto ai squali, in pratica, ma non ci resta altra scelta. Ah, ma sembra che ce la siamo cavati comunque. Eccoci alla riva. Oh, e qua ci stanno già dei corpi. Mentre vedete, ragazzi, guardate che animazione. Cioè, la barca si sta allontanando piano piano. È veramente qualcosa di ben fatto. Ecco, vedete anche le solite stelle cadenti. Bello, bello. Sono veramente felice, ragazzi, di poter giocare insieme a voi questa mod. Perché ho sentito parlare veramente molto bene di appunto di Acholos e niente, adesso siamo qui e ci giocheremo insieme.
Andiamo a parlare intanto con Jorn, che ci sta chiamando. Ist alles in Ordnung mit dir? Ich fühle mich, als würde ich gleich meine Lunge ausspucken, aber es geht mir gut. Wenn unser gesamter Aufenthalt hier so aufregend sein soll wie die Reise, steht uns ein interessantes Abenteuer bevor. Na toll. Hoffen wir nur, dass es nicht schlimmer wird. Ist schon gut. Es hat keinen Sinn, hier zu stehen. Wir haben Glück gehabt, aber es wäre gut zu sehen, was mit den anderen passiert. Wenn ich mich nicht irre, sind unsere Gefährten im Elend tiefer in den Wald gegangen. Folge mir und geh nirgendwo hin. Nur für den Fall. Wir wissen nicht, was sich im Wald versteckt. Klar, ich werde versuchen mitzuhalten. Capitolo 1. Benvenuto ad Arcolos. Diamo adesso un'occhiata al nostro diario e sembra che abbiamo terminata la quest Unter Deck. Mentre ci avvicinavamo alla costa, il capitano dei contrabbandieri ci ordinò di salire a bordo, cioè appunto in superficie della nave, ecco. E a quanto pare Timo non aveva pagato la barca che avrebbe dovuto portarci alla spiaggia. Dopo una breve discussione, il capitano ha estratto la sua lama, ma io decisi di intervenire. Ed è così che siamo finiti in questo casino. Ma abbiamo ricevuto una nuova quest, ovvero Ein eisiges Willkommen. Un gelido benvenuto. Con qualche problema siamo riusciti ad arrivare alla riva di Arcolos. Non vedo l'ora di vedere cosa ad offrirci l'isola. Eh sì, ragazzi, anche io non vedo l'ora di vedere cosa appunto da offrirci questa mod, l'isola di Arcolos, perché appunto da quello che ho sentito non ha nulla da invidiare appunto alla mappa, al mondo di gioco di Gothic 2 con tutta l'espansione La Notte del Corvo. Sembra che hanno fatto veramente un gran bel lavoro i ragazzi e appunto il team che ha sviluppato questa mod. Intanto andiamo a vedere qui. Ah, il cadavere di Urs. Vediamo cosa ha con lui. Delle monete, una pergamena per curare delle ferite e una borsa che contiene sicuramente delle monete. Vediamo tutto. E dove cazzo è la borsa? Dove l'ha messa? Aspetta. Ah, eccola qui. Apriamolo. 10 monete. Ok. Questa ragazza invece mi sa che è la figlia di Ezekiel, ragazzi. Già. Andiamo a parlare con questo poveraccio. Mein ganzes Leben lang habe ich Gewinne und Verluste gezählt. Münze zu verdammter Münze. Ich habe sie wie ein Auge in meinem Kopf bewacht, aus Angst, dass ich sie verliere und mein Geschäft scheitert. Ich war so sehr in sie vertieft, dass alles andere für mich keine Bedeutung mehr hatte. Ich sorgte dafür, dass die Münzen sicher waren, aber meine eigene Tochter konnte ich nicht beschützen. Ovviamente si dà delle colpe per non aver potuto proteggere sua figlia, ma alla fine lui non è che ha colpa, quindi comunque io gli dico che ognuno di noi impara dalla vita. Jeder von uns lernt vom Leben. Mögest du nur von deinem lernen. Und was weiß jemand wie du schon vom Leben? Du bist kaum aus dem Leib deiner Mutter gesprungen und willst mir Demut beibringen, Junge? Mir? Ich habe mich hinreißen lassen. Ich weiß, dass du recht hast, aber es gibt nichts mehr, was ich tun kann. Mir ist gerade klar geworden, dass ich in einem Moment den ganzen Reichtum meines Lebens verloren habe. Ja, già. Con la morte di sua figlia ha perso tutto, posso capirlo. Comunque, adesso andiamo un po' più veloci, abbiamo preso un'altra torcia, benissimo, e qua. Niente qua. Nulla di interessante. Andiamo dal nostro fratellone. Wir können den alten Mann nicht so allein lassen. Wir nehmen ihn besser mit. Geh und rede mit ihm. Allora, sembra che Ezekiel sia l'unico rimasto sulla spiaggia, è meglio che vada a controllare. Eh già, vediamo se riusciamo a convincerlo a venire con noi.
Was willst du? In der Nähe gibt es ein Dorf, in dem wir sicher sein werden. Komm mit uns. Und sie hier zurücklassen? Der Gnade der Locker ausgeliefert? Niemals. Che gli diciamo adesso? Tua figlia sarebbe felice se suo padre venisse mangiato dai Lurker? Vabbè, sarà una battuta, io credo. Deine Tochter würde sich sicher freuen, wenn ihr Vater von Lurkern aufgefressen würde. Es spielt keine Rolle mehr. Sie ist tot. Sag mir, warum sollte eine ganze Familie sterben? Ihr Tod ist schon eine Tragödie und du willst noch eine weitere hinzufügen. Du magst recht haben. Aber eines Tages werden wir hierher zurückkommen und alles töten, was ihren Körper berührt hat, okay? Also gut. Los, komm! Vabbè, siamo riusciti a convincerla in qualche modo, adesso ci seguirà. Dunque, Ezequiel è devastato dalla morte di sua figlia. Fortunatamente sono stato in grado di convincerlo a venire con noi nel villaggio. Ok. E fin qui ci siamo. Adesso dobbiamo trovare il resto dei sopravvissuti, perché dove sono? Gli altri corpi non li abbiamo trovati. Cogliamo ovviamente tutto. Ah, eccoli lì. Wie ich sehe, hat ihr doch noch überlebt. Ist noch jemand am Strand? Nur tote Körper. Oh, naja. Während ihr an Land gekrochen seid, hatte ich Zeit, mich umzusehen. In der Nähe gibt es eine Höhle, in der wir sicher sein werden. Wir sollten weitergehen. Wo wollt ihr denn hin? Kennst du die Gegend überhaupt? Ich nämlich nicht, und ich will nicht im Bauch einer Waldbestie enden. Ich war als Kind einmal auf Acholos. Außerdem konnte ich die Mündung des Flusses vom Schiff aus sehen. Es kann nicht mehr weit sein. Wenn wir dort entlang gehen, stoßen wir vielleicht auf das Dorf Silbach, in dem unser Onkel lebt. Als Kind? Das Dorf könnte genauso gut niedergebrannt und dein Onkel von Orks abgeschlachtet sein. Am sichersten ist es, hier zu bleiben und bis zum Morgengrauen zu warten. Warum fragen wir nicht den Rest von euch nach eurer Meinung? Du, Junge, was denkst du? Cosa penso, infatti. Praticamente Fabio vuole andare coi sopravvissuti in una grotta, mentre Jorn vuole che andiamo direttamente al villaggio. Vediamo. In che condizioni sono i sopravvissuti? In welchem Zustand sind die Überlebenden? Diese Schwächlinge werden nicht weit kommen. Verdammt, wir werden es nicht bis zum Dorf schaffen. Okay. È ovvio, siamo tutti un po' dei malcapitati. Allora, vediamo. Ma saremo al sicuro nella grotta? Werden wir in der Höhle sicher sein? Warum? Hast du Angst vor Moretz? Wenn ja, dann geh mit deinem kleinen Bruder. Sei sicuro di ricordare la strada per il villaggio? Bist du sicher, dass du dich an den Weg zum Dorf erinnerst? Mehr oder weniger. Acholos ist eine dicht besiedelte Insel. Früher oder später wirst du auf eine Siedlung stoßen. Forse possiamo trovare questo villaggio. Vielleicht können wir dieses Dorf finden. Wenn wir uns nicht in dieser Dunkelheit verirren und aus Versehen auf einen Schattenläufer stoßen. Nein, danke. Ich warte lieber, bis es hell ist. Okay, questo è tutto ciò che devo sapere. Das ist alles, was ich wissen muss. Gut, dann verschwenden wir wenigstens keine Zeit mehr. Du, Jorn, oder wie auch immer du heißen magst, ich habe nicht vor, mich mit dir abzugeben. Ich gehe in eine warme Höhle und ich empfehle dir, das Gleiche zu tun. Marvin, hör auf herumzualbern und komm mit. Wir haben schon zu viel Zeit vergeudet. Adesso abbiamo qui la prima scelta. Andiamo con Fabio o andiamo con Jorn? Dunque, io penso che quello che propone Fabio alla fine abbia più senso per il gruppo. Ma io non lascerò andare da solo Jorn, no. Assolutamente. Ich komme mit dir, Bruder. Ich wusste, dass du eine gute Entscheidung treffen würdest, Bruder. Will noch jemand mit uns ins Dorf gehen? Okay, ich verstehe. Hoffentlich sehen wir uns alle im Dorf wieder.
Ok, auguriamogli buona fortuna e vediamo noi adesso cosa ci aspetta. Ho deciso di andare con Jorn. Dopotutto è mio fratello e i fratelli devono rimanere uniti. Già. Bene, ragazzi, andiamo da questa parte, vediamo cosa abbiamo qui. Tra l'altro questa melodia, ragazzi, è veramente è stata presa sia dall'addon La Notte del Corvo che da Gothic 3. Un scavenger, quindi bene, il fratello ha fatto tutto a posto. E da quel che so hanno fatto anche un grandissimo lavoro sulla soundtrack, cioè hanno preso alcuni brani dell'originale, diciamo, di Gothic 1, 2, 3 forse, se non sbaglio, non so adesso se precisamente tutti e tre capitoli. Comunque hanno preso delle soundtrack di quei giochi e li hanno modificati o li hanno appunto rimodernizzati, e quindi adesso questa tra l'altro è molto tranquilla, molto serena. Vediamo, io voglio vedere qua se c'è qualcosa di interessante. Cosa abbiamo qui? Ha delle bacche. Andiamo. Ich sollte nicht von Jorn weg sein. Ok, allora ritorniamo da lui. Tanto non sembra che ci sia dell'altro qui. Ah sì, invece un'altra bacca. Bene. Torniamo da Jorn. Sperando che il villaggio non sia troppo lontano. Also gut, wir haben den Fluss gefunden. Jetzt müssen wir an ihm entlang laufen. Okay. Oh, cosa c'è? Ah, un Lurker. Oddio. Vediamo se perdo un vincitore. Quindi direi di lasciare il lavoro sporco qui al nostro fratello, perché noi ancora siamo assolutamente... non siamo in grado di competere. Ok, posso prendere qualcosa? No. Bene, continuiamo. Qua dove si va? Ah, lì sembra che ci sia... vedo la grotta in profondità, quindi là ci sarà il gruppo con Fabio. E noi invece continuiamo col nostro fratello. Quick save e ripartiamo. Das war einfacher, als ich erwartet hatte. Wir müssen zusammenhalten, dann sind keine Bestien eine Bedrohung für uns. Es ist ein langer Weg zum Dorf. Wir müssen wachsam bleiben. Du hast recht. Los geht's. Es wird kälter. Vediamo. Un branco di animali selvatici si è avventato su di noi proprio all'inizio del sentiero, ma li abbiamo affrontati senza grossi problemi. La strada per il villaggio è ancora lunga e la notte si fa sempre più fredda. Faremo meglio ad andare avanti. Eh già, questo lo penso anch'io. Vediamo cosa ci aspetta ancora più avanti. No, una mosca vampiro, guardate. Vediamo se possiamo aiutarlo qui, il nostro fratellino. Ecco fatto. Anche lei, qua non posso prendere ancora niente perché dobbiamo imparare sicuramente a togliere le ali, appunto. Ma lì c'è una casetta. Ed un altro lurker? Pensaci tu, fratellino. Poi tra l'altro dico sempre fratellino, non so nemmeno se è più grande di me. Dai, che ce la fai. Sei in gamba. Perfetto. Die Hütte sieht verlassen aus. Vielleicht finden wir drin etwas Nützliches. Ah, ok. Buona idea. Andiamo a controllare cosa troviamo in quella casa. Gute idea. Komm schon, wir müssen sie durchsuchen. Hai trovato una chiave arrugginita?
Vediamo. Chiave arrugginita che appartiene ad uno scrigno. Okay. Entriamo intanto qui. Cosa abbiamo qui? Dei ratti schifosi. Chiudiamo tutto qui così almeno possiamo fare degli spiedini poi. Hier, nur für den Fall. Danke, das wird sich bestimmt als nützlich erweisen. Hoffen wir es nicht, aber es lohnt sich, sich zu schützen. Hast du noch etwas gefunden? Nur Schrott und Trümmer. Wir müssen weitermachen. Okay, ci ha dato una un pezzo di legno. Non posso trovare un altro po', tante. Ah, lo scrivo. Tu guarda un po', cosa abbiamo qui? Un arco corto. Ah, facci. Prendiamo tutto. Perfetto. Wow, grandissimo. Guardate, ragazzi, si vede addirittura la faretra. Geniale. Geniale. C'è più niente. Usciamo. Comunque non vedo l'ora, ragazzi, di esplorare. Per adesso siamo qui con il nostro fratello, seguiamolo. Ma qui c'è un'altra casetta. Vediamo cosa c'è qua. Sì, cioè, sarà veramente uno spettacolo. Oh, aspetta, dove vai? Chi? Ah, il scavenger. Vabbè, quello ce la fa, no? Dai, un colpettino gli manca. Ehi! Bene, vediamo qua cosa c'era qua. Fleischwanzer. Scarabei, scarafaggi. Cos'è questo? Rindekraft, anello della forza. Grande, 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 grande. Se lo equipaggiamo, quindi prendiamo tutto. Ci faccio un bel ragù di scarafaggio per tutti gli intenditori, diciamo. Diamo un'occhiata a questo anello. Ah, ci dà un bonus di 3 su forza, direi. Cosa, meno 5? Ah, appunto, se mangiamo questo qui che è crudo, appunto, la carne di scarabeo, ci dà meno 5 di energia. Beh, ha senso. Diamo un'occhiata. Adesso abbiamo Stärke. La forza ci è salita a 13, perfetto. Tra l'altro abbiamo fatto anche un level up, quindi... Dove sono i punti? Non li sto vedendo. Beh, forse... Ah, eccoli lì, Learn Point, qua, sotto... Comunque. Dico, sicuramente il level up sarà... diciamo che ci danno dei punti come adesso abbiamo visto, e possiamo trovare poi, come negli vecchi Gothic, qualcuno che possa impararci ad aumentare la forza, la destrezza e così via. Cosa qui? Oh merda, questo vampiro. Andiamo al nostro fratello. Oh, ma perde energia? Aspetta. Attenzione. Dove va? Porca miseria. È troppo buio qui. Ma quanti ce ne sono qui? In 3 sono? Merda, merda. Porca puttana, iai, fa male. Dai, ecco fatto. Vaffanculo, guardate quanto ci hanno tolto. Ma lui sembra ferito. Oh Mist, mich hat es ziemlich hart erwischt, Mistviecher.
Ist alles in Ordnung mit dir? Ja, es ist. Es ist nur ein Kratzer. Für mich sieht es nicht wie ein Kratzer aus. Ich muss zugeben, diese Blutfliegen beißen härter zu als auf unserer Insel. Wenn wir diesen Weg weitergehen, werden wir bestimmt ein paar Leute erreichen. Ich fühle mich nicht in der Lage, uns weiterzuführen, also musst du wohl vorangehen. Ma certamente. Ecco, mica possiamo fare andare a te avanti che sei ferito. Vediamo. Jorn è stato morso da una mosca vampiro. Aspetta, si chiamano mosca vampiro oppure sangue mosca? Avevano questi due nomi, non ricordo adesso, mi sembra su Gothic 1 mosca vampiro e su Gothic 2 sangue mosca, una cosa del genere. Comunque, dice che è solo un graffio, ma a me non sembra. Dovremmo arrivare al villaggio il prima possibile e fasciare la ferita prima che peggiori. Ok. Ma qui ci stanno i mirtilli. Vediamoli. Direi di curarci adesso anche noi. Buono. Ok, dovrebbe bastare. C'è un altro, perfetto, andiamo, continuiamo. Mi raccomando, adesso dobbiamo proteggere noi a Jorn. Oh, scavenger! Questi qua ancora sono quelli giovani. Perciò. E che fa? Non prende la torcia? Eccola qui. Ragazzi, e lì già iniziamo a vedere le porte del villaggio. Siamo arrivati. Wer treibt sich da draußen nachts herum? Antworte mir, schnell. Veniamo da Londram. Wir kommen von Londram. Und wie habt ihr das Meer überquert? Durch Schwimmen? Ich habe kein Schiff gesehen. Dunque, vuole sapere come siamo arrivati. Una fregata mercantile ci sbarcò sul lato occidentale dell'isola. Eine Handelsfregatte hat uns auf der Westseite der Insel an Land gebracht. Und das ist sehr interessant, denn soweit ich weiß, hat die königliche Armee fast alle Schiffe beschlagnahmt. Nun, es sieht so aus, als ob dieses eine Ausnahme war. Was sucht ihr in Silbach? Non ci crede perché non lo so. Comunque è buio. Come hai potuto mai vedere una nave? Tra l'altro, cosa facciamo qui a Silbach? Stiamo fuggendo dalla guerra. Wir fliehen vor dem Krieg. Wirklich? Auf Acholos gibt es keinen Krieg. Es sei denn, ihr habt ihn mitgebracht. Sicher, du kannst mir nicht glauben. Die Frage ist nur, ob du es dir leisten kannst, mir nicht zu glauben. Es bleibt abzuwarten, ob du die Wahrheit sagst. Okay, fassen wir noch einmal zusammen. Was du sagst, klingt plausibel. Gut, ihr müsst nicht hier stehen bleiben. Ihr könnt reinkommen. Es wäre am besten, wenn ihr direkt in das örtliche Gasthaus gehen würdet. Ok, sembra che ci abbia creduto. Vuole che andiamo alla locanda. Dov'è esattamente la locanda? Wo genau ist das Gasthaus? Geh gerade aus den Hügel hinauf, dann rechts und über die Brücke über den Fluss. Es ist ein großes Gebäude, du wirst es bestimmt nicht übersehen. Du kannst dort anhalten, aber rechne nicht mit einem netten Empfang. Die Leute stecken bis über beide Ohren in Problemen. Danke für deine Hilfe. Ja. Ich werde euch im Auge behalten. Da könnt ihr euch sicher sein. Und nicht herumschnüffeln. Es ist mitten in der Nacht und die Leute schnarchen schon. Haben wir uns verstanden? Aber sicher. Dafür werde ich noch Ärger bekommen. Lass uns zum Gasthaus gehen. Dort werden wir reden. Geh nur nirgendwo hin und gerate nicht gleich in Schwierigkeiten. Perfetto. Okay. Dunque. Vediamo cosa dice il nostro diario. Abbiamo terminato la missione Ein Eisiges Willkommen. Ce l'abbiamo fatta, il villaggio Silbach è davanti a noi. Spero solo che le guardie saranno d'aiuto. E lo spero anch'io. E in più abbiamo ricevuto una nuova missione, ovvero Auf der Suche nach Zuflucht.
in cerca di rifugio. Non è stata la conversazione più piacevole che abbia mai avuto, ma alla fine la guardia all'entrata ci ha fatto entrare nel villaggio. Ci ha consigliato di andare direttamente alla locanda. Cosa ci aspetta lì? Non lo so. Spero solo che Yorn stia bene. Yorn mi aspetterà alla locanda. Devo sbrigarmi. Ok.